select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Nachholspiel des 5. Spieltags der Oberliga Baden-Württemberg. Erster CFR Pforzheim gegen den Balinger SC. Endergebnis 0:1, wir haben es gesehen. Das einzige Tor des Tages erzielte Tobias Klein in der 73. Minute. Ich begrüße auch beide Trainer, beziehungsweise einen der beiden Trainer des Balinger SC, Axel Sievert, und Göckhard Götzsche, Trainer der Erster CFR Pforzheim. Ich möchte auch gleich das Wort an die beiden Trainer richten. Axel Sievert, ich denke mal, Sie sind schon mit dem Ziel, heute die Tabellenführung zu übernehmen, nach Pforzheim gekommen, aber so ganz sicher waren Sie sich, denke ich mal, nicht. Und es hat ja lange Zeit danach ausgesehen, als ob Sie hier vielleicht nur einen Punkt oder gar keine Punkte mitnehmen. Ja, erstmal guten Abend. Als erstes möchte ich mal kurz hoffen, dass dem Spieler Dominik Salz nichts zu sehr angetan wurde. Ich glaube, er hat eine Knieverletzung. Ich hoffe, dass er da schnell wieder in die Gänge kommt und nichts Dramatisches passiert ist am Knie. Ja, wir sind mit Sicherheit hierher gefahren und wollten 3 Punkte mitnehmen. Ich meine, wäre schlecht, wenn man nicht so ins Spiel geht. Wir haben auch analysiert. Wir wussten, dass es hier sehr schwer wird. Pforzheim hat eine ganz starke Mannschaft, eine gute Mentalität. Wir haben das auch etwas mit uns verglichen. Ja, sie sind sehr aggressiv in den Zweikämpfen, geben keinen Ball auf, sehr laufstark. Also hier muss man Kompliment aussprechen an die Mannschaft. Hat ein tolles Spiel gezeigt. Wir mussten in den ersten 30 Minuten, denke ich mal, ein paar Minuten überstehen. Das ist sicher so. Ob das jetzt mit Glück zu tun hat, weiß ich nicht. Man hat ja auch einen Torhüter, nicht nur, dass jemand das Ding einfach hinten drin steht, sondern auch, dass er agiert. Und ich glaube, dass wir auch die Kontersituationen, die Pforzheim anfangen, sind die halt sehr häufig hatte. Durch Ballverluste von uns haben wir auch gut verteidigt. Insofern haben wir auch in der Defensive gut gearbeitet. Aber klar, wir hätten uns nicht wundern können, wenn wir 2-0 hinten gelegen wären. Insofern sind wir da wirklich ein paar bange Minuten, müssen wir überstehen. Vielleicht haben wir es versäumt vom Trainerteam, die Taktik gleich zu ändern. Wir haben so mit erst nach 30 Minuten unsere Mannschaft aufgefordert, tiefer aufzunehmen. Ja, weil wir haben auch, muss man klar sagen, auch durchrotiert. Ja, das heißt, dass die gewisse Rhythmen nicht da waren und wir eigentlich keinen richtigen Zugriff bekommen haben im Mittelfeld. Und das war eigentlich unsere Stärke in den letzten Spielen, dass wir im Mittelfeld die meisten Zweikämpfe gewonnen haben, sind darüber hinaus schnell in unser Umschaltspiel gekommen. Und ich denke mal, das war heute in den ersten 30 Minuten sehr schwer. Wir haben es zwar versucht, aber absolut keinen Zugriff bekommen. Pforzheim hat es hervorragend gemacht, gepaart natürlich auch durch, denke ich mal, viele Abspielfehler, wo sich bei uns eingeschlichen haben. Der Platz ist jetzt natürlich auch nicht so topf eben, sodass dann eigentlich die Spieler auch gemeint haben, dass es natürlich auch sehr schwer wird, auf zu spielen. Ich finde, das sieht gut aus, aber bin natürlich selber nicht auf dem Platz. Kann das nicht beurteilen. Insofern haben wir, denke ich mal, nach 30 Minuten dann das Spiel einigermaßen gleich gestalten können. Meines Erachtens dann in der zweiten Halbzeit auch die letzte Viertelstunde vielleicht etwas mehr vom Spiel. Eine oder andere Chance hatten wir auch. Und somit sind wir ja vielleicht auch etwas glücklich in die Halbzeit gegangen. Die zweite Halbzeit wollen wir dann genauso gestalten, wollen tief stehen und eigentlich das Pforzheimer Spiel somit die Räume nehmen, wollten selber die Räume erhalten, indem Pforzheim den Ball hat, wir kontern können. Ich denke mal, es ist uns durch eine gute Mannschaftsleistung auch gelungen, keinen Gegentor zu kassieren. Das war natürlich eminent wichtig für uns, weil es waren sehr, sehr gefährliche Angriffe. Ja, sehr, sehr viele individuelle, starke Spieler von Pforzheim haben uns das Leben sehr schwer gemacht. Und klar, da gehört halt auch ein kleines bisschen Glück dazu, dass du dann mit 73. Minute richtig stehst und dann auch das Tor machst. Man, wir brauchen uns nicht entschuldigen, dass wir ein Tor geschossen haben. Ansonsten, denke ich mal, sind zwei starke Mannschaften aufeinander getreten. Und wir freuen uns natürlich, klar, dass wir durch eine sehr, sehr starke Mannschaftsleistung hier die 3 Punkte einsammeln konnten. Vielen Dank, Axel Sievert. Wir haben deinem Gegenüber eigentlich schon das meiste gesagt. Wir haben eigentlich ein tolles Spiel gesehen, auch von beiden Mannschaften, aber unsere Mannschaft habe ich sogar noch etwas stärker gesehen in der ersten Halbzeit.
oder in der ersten halben Stunde. Trotzdem, wie schon einige Male, hat es nicht geklappt mit dem Abschluss vorne. Wie siehst du das Spiel heute? Ich sehe es genauso wie du. Ich denke, wir waren sogar über 70 Minuten die bessere Mannschaft, mit und ohne Ball. Wir haben in der ersten Halbzeit vier riesen Torchancen, die verwertet hätten müssen oder die wir verwerten hätten müssen. Und in der ersten Halbzeit hätte man mindestens 2-0 führen müssen. Wir haben uns super eingestellt, gute Ansätze gezeigt, alle Zweikämpfe gewonnen, gegenseitig gecoacht, für jeden Ball gekämpft, Balleroberung, sofortiges Umschaltspiel in die Offensive, Torchancen herausgespielt. Hat alles eigentlich perfekt funktioniert. Nur, wie in Göppingen, die Verwertung der Torchancen haben uns die Punkte gekostet. Ich bin enttäuscht, mir fallen auch die Worte schwer. Ich glaube, alle hier in Pforzheim sind jetzt hier momentan enttäuscht, also die, wo uns heute zur Unterstützung gekommen sind. Die Spieler sind enttäuscht, Köpfe hängen runter. Natürlich auch mit der Aktion Dominik, dass der eventuell jetzt eine schwere Verletzung haben könnte. Verdacht ist Kreuzbandriss. Der wird jetzt gerade hochgefahren und wird untersucht. Ja, zweite Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft, haben Balinger SC hat uns den Ball gegeben, stimmt. Wir haben den Ball gerne gehabt, wir haben auch mit dem Ball gut gespielt, haben auch gute Torchancen uns erspielt und uns kein einziges Mal auskontern lassen. Erst nach der Einzelführung hat Balinger SC ein, zwei gute Möglichkeiten nochmal sich herausspielen können. Auch die wurden gut erlaufen oder verhindert. Ja, manche Sachen verstehe ich halt bei unserer Mannschaft nicht, dass wir zu oft leider Fehlentscheidungen treffen, genauso wie jetzt Daisuke Ando bei der letzten Aktion. Der steht auf 17 Meter, 18 Meter frei vor dem Tor und hat eine schöne Schussbahn und der möchte immer noch den Ball spielen. Ja. Wir stellen uns manchmal bei manchen Situationen einfach selber den Bein hin und schießen halt keine Tore und an dem hängt es momentan leider, dass man nur 6 Punkte haben und vielleicht keine 9 oder 12. Vielen Dank, Göttern. Ja, ganz kurz ist der Lehrer nicht von Anfang an gespielt. Es lag wohl daran, dass er erst relativ spät zurückgekommen ist von dem Länderspiel. Der hat eine lange Reise hinter sich gehabt. Hat sich auch nicht 100% fit gefühlt. Dementsprechend. Und die anderen haben ja letzte Woche auch gewonnen gehabt. Die Spieler haben sich auch verdient gehabt zu spielen und haben auch heute bewiesen, dass es eine gute Mannschaft ist. Dann beenden wir die Pressekonferenz. Ich sage Ihnen, liebe Zuschauer, wir hatten übrigens heute 410 Zuschauer. Einen schönen Abend noch, guten Nachhauseweg, insbesondere unseren Gästen. Guten Nachhauseweg nach Balingen. Alles Gute für die restliche Saison. Alles Gute, gute Besserung nochmal an Dominik Salz. Göckern, vielleicht kannst du das nochmal ausrichten, dann kann das direkt auch nochmal versuchen. Sobald wir hier Neuigkeiten hören, werden wir das Ganze bekannt geben. In diesem Sinne, wir sehen uns, wenn Sie möchten, schon wieder am nächsten Samstag, 14 Uhr, das Spiel gegen die Neckarsulmer Sportunion. Bis dahin, alles Gute, vielen Dank. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.